Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem weiteren Opening hier auf meinem Kanal. Heute mit einem Opening zu Glurak. Ihr habt richtig gehört, der Feuerdrache, der, ich glaube, man sieht ihn gar nicht im Hintergrund. Der Feuerdrache, um den es sich zurzeit dreht in der neuesten Edition. Unbroken Bones ist wirklich fabelhaft, aber wir haben heute ein anderes Ziel, beziehungsweise ein ähnliches Ziel. Denn wir werden heute nicht nur Kräfte im Einklang öffnen, sondern halt auch Burning Shadows. Das heißt, wir haben zweimal die Chance auf ein Rainbow Glurak. Ich bin mehr als gehypt drauf, freue mich des Todes. Heute, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ne, mit einer alten Begrüßung. Ich werde heute ein bisschen über die alten Zeiten reden und halt auch über neue Sachen, die hier passieren werden auf dem Kanal. Freut euch, es wird sehr, sehr insane werden. Und ja, ich würde sagen, legt den Boy mal hier zur Seite. Hoffe, dass der Junge bald ein Geschwisterchen bekommt sozusagen. Und ja, ich habe diese wunderbare Kräfte im Einklang-Box von Gate to the Games bekommen, Leute. Checkt die Jungs aus, Link in der Videobeschreibung. Bombastisch, ey. Erst sponsern die uns das 100er Opening und jetzt sogar dieses hier. Und da dachte ich mir, wisst ihr was, damit wir ein bisschen mehr Action heute haben, ein paar Burning Shadows Packs, die ich noch drauflege. Dann haben wir insgesamt 16 Booster und ich glaube, das ist ein knackiges Video, ne, schön Burning Shadows. Ist ein Set, was bald nicht mehr meta-relevant ist, ne, falls ihr TCG-Talk haben wollt, also sei es so, wie das Trading-Card-Game funktioniert und alles, was dazugehört, dann guckt euch gerne das Video an, habe ich vor kurzem gemacht. Denn diese Packs sind ab August, meines Wissens, nicht mehr spielbar. Dann geht es weiter von Ultra Prisma bis Kräfte im Einklang und halt alles, was dazukommt. Wir öffnen die Box. 3, 2, 1. Oh, ich liebe diesen Zelda-Sound. Ich liebe ihn. Wunderbar. Ein Code, falls ihr ihn haben wollt, gönnt ihn euch. Und ja, wir haben hier wieder 8 wunderbare Packs. Hüllen und halt Trainer-Energiekarten. Eine GX-Marke, Würfel und alles, was dazugehört. Also, falls ihr anfangen wollt mit dem TCG, holt euch sowas. Weil die Box kostet jetzt gerade 50 bis 60 Euro. Ich krieg wunderbare Sleeves-Folien, die sind halt super geil. 60 Stück, genau passend für ein Deck. Und ihr habt hier Energien. Ihr habt hier, wie gesagt, dann halt auch noch fürs Online-Spiel Energien und Trainerkarten, alles, was dazugehört. Und ihr habt 8 Booster. Das ist echt cool. Da bevorzuge ich die Spezialboxen, sei es halt Shining Legends oder sowas mehr, weil da halt 10 Booster drin sind und halt eine Promokarte zusätzlich. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ganzen. Wir fangen an mit einem Kräfte im Einklang-Pack. Wir hoffen natürlich auf einen Glurak, meine Damen und Herren. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir heute was ziehen werden. Aber ja, über was will ich heute reden? Nun, wir haben heute einige Sachen, die ich ganz gerne... Warte mal, Ich sortiere die Karten mal sofort, so, damit ich das nicht im Anschluss machen muss. Also hier Fukano, sehr, sehr schöne Karte. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich die mal im Deck spielen will, aber das sehen wir dann halt. Knuddelhof Reverse und ein Yugong. Sadness. Nee, aber was ich sagen wollte, ich habe vor kurzem einen neuen Kanal gemacht. Und zwar The Zero of Future, heißt der so? Ich glaube schon. Könnt ihr gerne abchecken, Link in der Videobeschreibung. Das ist ab sofort mein Zweitkanal, wo ich immer mal wieder ein paar Videos hochlade, wo ich sage, okay, die sind vielleicht nicht für den Hauptkanal angemessen. Sei es irgendwelche Highlights oder gar irgendwelche Talks, kurze Informationsvideos, die will ich nämlich nicht auf diesem Channel haben, sondern ganz gern dann halt auf dem anderen. Also wie gesagt, checkt den gerne mal aus, da werden halt auch bald ein paar Pokémon-Romhacks hochgeladen, die werde ich nämlich nicht mehr auf diesem Channel hochladen, obwohl... Kann ich auch gleich eine kleine Story zu erzählen. Obwohl ich eine Sache etwas mies fand. Oh, hier Reverse Rare Pikachu und ein Knirrfisch. Ist ja noch kein guter Hit. Schade, auch noch keine gute Trainerkarte oder sonst was. Aber ja, ich habe vor kurzem viele Hacks von meinem Kanal runtergenommen, weil die Pokémon Company sagte, Ayo Zero, wir arbeiten mit dir zusammen, aber halt nur, wenn du die halt runternimmst. Nimm ich alle runter und... Ja, jetzt kommt von den Jungs halt nichts mehr, so, wisst ihr, also ich habe die halt angefragt, so, ey, yo, wie sieht's aus, Burning Shadows, wollte ich gerade sagen, Kräfte im Einklang, wollt ihr mich da unterstützen oder sonst irgendwie was, ich habe vor einem Monat auch mal angefragt von wegen, yo, Berlin-Europameisterschaft, wie sieht's da aus, wollt ihr mich da haben oder soll ich sein lassen, was auch immer, und da haben die mir halt straight nicht geantwortet einfach, die haben mir einfach nicht geantwortet, und dann musste ich halt selber irgendwie herausfinden, dass die Pokémon Company irgendwie die Presse-PR verändert hat oder gewechselt hat.
Ja, und jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll. So, ne? Eigentlich hatte ich halt vor, keine Hacks mehr hochzuladen, aber jetzt, wo die mir nicht mehr antworten und gar nichts mehr, denke ich mir halt auch so, okay, das ist ziemlich merkwürdig. Und ich weiß halt nicht, was ich genau machen soll, gerade ohne Fran haben wir hier. Nicht der beste Unterstützer, aber ein Unterstützer. Von daher schauen wir einfach mal, wie sich das jetzt entwickelt. Aber eigentlich hatte ich halt vor, dass ich die ganzen Hack-Videos jetzt auf dem Zweitkanal bringe, damit ich die halt noch bringen kann. Und wir ziehen sogar die erste GX des heutigen Tages. Slimog GX. Und mir fällt jetzt erst auf, dass super viele Sachen im Burning Shadows in Kräfte im Einklang sind. Wir haben Alola Slimog und Herr Glurak, beide in diesem Set. Und beide sind halt auch in Kräfte im Einklang. Ja, top, Alter, die erste GX. Könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben? Was würdet ihr tun? Also ich hätte jetzt wirklich halt alle Hacks auf dem Zweikanal hochgeladen, so die ich jetzt bringe oder im Stream anzocke oder was auch immer. Weil ich denke mir halt einfach, okay, abgemacht ist abgemacht so und dementsprechend macht man das dann halt auch einfach, ne? Also, dass man jetzt sagt so, okay, ich tu's nicht, wäre ein bisschen uncool. Die Tenne! Let's go! Schon wieder eine GX und ein guter Hit! Und ein guter Hit! Wow! Das ist stark! Meine dritte Dedenne ist das schon. Und immer nur die normale GX-Karte. Aber wie gesagt, ich denke, ich werde das halt so handhaben und werde halt auch so ein paar Informationen-Videos hochladen, weil per Community-Tab kann ich die ja von diesem Kanal locker eben per Link posten und dann könnt ihr das halt sehen. Bromley, let's go! Eine schöne, schöne Supporter-Karte. Die kommt mal beiseite. Das ist nämlich eine Karte, die ist schon recht spielbar. Daher, ne, habe ich die halt gerne bei mir. Grillmack, Zablarek und, Porygon. Gibt es ebenfalls in Kräfte im Einklang. Was ist hier los? LOL, aber schon wieder ein Hit. Sehr bin ich super zufrieden, ey. Falls ihr noch Burning Shadows Packs kaufen wollt, die gibt es, glaube ich, gerade wirklich für ein Abel und ein Ei. Könnt ihr mal in die Beschreibung gucken. Da sollte alles verlinkt sein. Könnt ihr gucken. Vielleicht ist da sogar ein Rev-Link, falls ihr darüber kaufen solltet, unterstützt ihr mich. Aber ist eigentlich gar nicht so schrecklich. Ja, also ich bin echt gespannt, was die Zukunft bringen wird, Leute. Also ich bin richtig gehypt. Ihr wisst ja, TCG-Content ist... Oh, Mew! Auch eine Karte, die man gerne sieht. Sehr, sehr spielstark. Bankbarriere. Verhindere allen Schaden, der dem Pokémon auf deiner Bank durch Schaden deines Gegners zugefügt wird. Das heißt, so ein Pikarom-Deck zum Beispiel, ich glaube, das ist so ein Deck gerade, was im Meta ist, was halt viel Schaden auf der Bank macht. Da legt man die halt auf seine Bank und dann fügt es keinem Pokémon irgendwie Schaden zu. Also das gegnerische Deck. Super cool, kann man machen, muss man nicht, aber ist auf jeden Fall nice. Zwei Hits schon aus der ETB. Bin ich zufrieden mit. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und ich habe auch viele, viele Anfragen von euch bekommen per Instagram von wegen, ey, Zero, wie sieht's aus? Wir wollen wieder Retro-Booster. Und ich habe ja noch einige Retro-Booster. Doch die Frage ist jetzt nun, wie wollt ihr die Retro-Booster haben? Wollt ihr lieber, dass ich einen Retro-Booster aufmache oder dass ich die sammle und dann einen riesen Retro-Opening-Booster rausmache? Denn ich habe jetzt zum Beispiel ein Base-Set, wo garantiert eine Holo drin ist und halt auch ein paar andere Sets schon. Und ich weiß halt noch nicht, ob ich die jetzt halt hochladen soll, also so als einzelnes Video, oder ob ich sage, nee, dann spar lieber und mach dann ein richtig riesiges Retro-Opening raus mit mehreren Retro-Packs. Also das müsst ihr wissen. Könnt ihr gerne mal abstimmen per Infokarte, dafür ist sie da. Und dann gucken wir einfach mal. Aber gut, wir hoffen jetzt einfach mal auf eine wunderbare Rainbow hier. Let's go! Der Sascha hat ja auch eine gute Karte aus seiner ETB gezogen. Ich hoffe, dass ich ebenfalls so viel Glück habe. Das wäre genial. Raupi! Amphira! Ja, ist gar nicht so schlecht. Ist eine Karte, die ich mir zur Seite legen könnte. Ist nicht so schlecht, sag ich mal. Hier gleich alles sortieren, Leute. Dann habt ihr keine Probleme mehr später, ne? Für Energien searchen oder sonst was. Kann ich euch nur empfehlen. Aber wir gucken mal. Flupp! Die Aufnahme geht schon 11 Minuten. Das habe ich in der Zeit gesagt. Kommt so vor, als hätte ich überhaupt nichts Brauchbares so euch mitgeteilt.
Aber gut, wir schauen einfach mal. Da ist er, Kiave, den wollte ich haben. Den brauche ich für mein Deck nämlich noch. Also falls ihr sehen solltet, ich nehme das hier erst auf und dann mein Deck-Review, weil ich noch einen Kiave brauchte. Perfekt, den lege ich mir gleich zur Seite, der kommt gleich in das Deck rein. Mount Lanakila, das Debene Zwirlicht, Bubungus, Raupi, Meryl, wah, wah. Ich streichle das Pack, Leute, ist auch nice. Man muss auch einfach mal ein bisschen Liebe geben, damit man ein bisschen Liebe zurückbekommt. Ja, aber man bekommt nur Kravell. Und Kravell und ich, wir werden keine Freunde. Nächstes Pack, Kräfte im Einklang. Grurak, wo bist du? Ziel ist es ja immer noch. Also Kräfte im Einklang ist erst abgeschlossen, Leute, sobald wir Glurak Rainbow haben, ihr wisst es. Immer noch eine 170-Euro-Karte. Es ist einfach so krank, ey, wie teuer diese Karte ist. Aber das Ding ist ja halt leider, es ist Glurak und die ist erst immer spielstark. Das heißt, wir haben ein starkes Glurak. Und ein starkes Glurak, das gab es schon länger nicht mehr. Und daher ist der Wert der Karte sammlerisch sehr, sehr hoch und halt, ja, Trading-Karten-mäßig sehr, sehr hoch. Also, was das Gamerische, heißt das Gamerische? Holy shit, Alter. Bevor ich hier Wörter empfinde, sagen wir einfach gar nichts mehr. Bevor ich hier Wörter erfinde, lassen wir das besser bleiben. So, Stahlenergie, Bundlebee, Chris. Oh, eine schöne Chris Fullart, ne? Das wäre auch nice. Oder eine Kiave Fullart. Komm schon, mach mein Deck-Opening schön. Ah, schade. Nur Costoso Knuddelbär. Nur der Costoso Knuddelbär. Ah! Das vorletzte Pack, Kräfte im Einklang. Komm schon! Noch ein Hit wäre nice. Noch ein Hit wäre nice. Und damit mache ich einen guten Hit. Wir haben eine GX, die war top. Aber Major Bob, der ist auch cool. Der ist auch cool. Molung, Smogon, Dicta, Meltan! Und leider nur ein Dicktree. Sadness. Komm schon, Gate to the Games, Gate to the Luck. Ihr habt mir doch bestimmt noch ein Holo-Pack hier reingepackt. Na, ich will mich nicht beschweren. Die Denne ist auf jeden Fall schon worth it. Ist immer noch eine 18-Euro-Karte. Meint schon. Ist halt sehr, sehr spielstark. Aber das wisst ihr hoffentlich. Wie gesagt, die Dennis, Leute, immer gut aufheben und gleich eine Folie rein, nicht so wie ich. Ne, ich habe sie gleich zur Seite gelegt. Kleiner Dödel. Hoffen wir einfach mal, dass wir noch was ziehen werden jetzt in unseren... Holy shit, ich habe noch so viele Packs. Also Burning Shadows habe ich noch ein, zwei mehr. Gucken wir gleich mal. Aber wie gesagt, Rainbow Glurak. Ist mir egal wo, Hauptsache ich werde sie noch ziehen, ey. Das wäre mega. Regenbogen Glurak. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch hat schon eine Rainbow Glurak-Karte gezogen? Jetzt auf For Real. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Weil ich habe tatsächlich noch keine gezogen. Ich glaube, die beste Glurak-Karte, die ich gezogen habe, war das First Edition Glurak. Definitiv. Weil das war anders heftig. Noch ein Kiave. Okay, damit habe ich jetzt genug. Damit habe ich jetzt genug, aber ich pack die beiden in mein Deck, damit ich sagen kann, oho, alle Deutsch hier. Das sind tatsächlich alles deutsche Packs. Hoppala. Wir haben ein Sneeble Reverse und ein Rionrior. Das gibt's ebenfalls im Kräfte im Einklang. Die haben sich ja super abgesprochen mit den Sets. Das ist ja wirklich das 1 zu 1 selbe Set. So, letztes Set, Kräfte im Einklang. Hoffen wir einfach mal, dass wir noch einen Hit haben. Let's go, bitte. Feuerkristall, ebenfalls eine ganz gute Karte. Ultrigaria, Wombon, Rattan, Carnivana, Flamiau, Pipi, Togepi, so Pelican Rainbow, was? Rainbow Hivies da! Nice! Leider nicht die Rainbow, die ich mir gewünscht hätte. Aber eine Rainbow Snowbilly Card ist nice. Let's go! Krass! Oh, Bruder, Hunt for the Rainbow hier in der Episode, ey. Was ist denn los? Hat sogar funktioniert. Zwar keine Glurak-Karte, aber eine Snowbilly-Card. Holy shit, wir sind echt gut dabei. Die ETB war echt stark. Die Denne und eine Rainbow. Wenn das ein Glurak gewesen wäre, ich hätte einen Purzelbaum gemacht. Ich hätte einen Purzelbaum gemacht. Holy shit, Alter. Stell dir vor, hier wäre jetzt noch das Rainbow-Glurak drin, ey. Das wäre es an der Stelle dann komplett. Ich bin fertig. Okay, wir haben Rionrio diesmal, Reverse Rare und sein Serapendra.
Holy Banoli, Alter. Ja, was Gutexo, was in der Team Skull statt herumläuft. Wir haben so viele Karten schon wieder hier, ey. Holy shit. Letztes Pack, Leute. Vor allem im letzten Pack von Kräfte im Einklang war einfach eine Rainbow drin. Lol. Lol, lol, lol. Ich habe es nicht kommen sehen. Und wie findet ihr es eigentlich cool, wenn ich solche Double Openings mache? Burning Shadows und Kräfte im Einklang. Oder sagt ihr, nee, Zero, wir wollen lieber Bromley hier nochmal. Auch eine schöne Karte, wie gesagt. Also, Burning Shadows ist ein schönes Set. Bin sehr, sehr traurig, dass es rausrotiert. Weil viele Karten flöten gehen. Und die letzte Karte ist ein Smetbo. Na, traurig, traurig, traurig. Aber wollen wir sad sein? Wollen wir sad sein? Ich denke nicht, Leute. Ich denke nicht. Wir haben super viele Pulls. Vier Packs haben wir aufgemacht. Das können wir ganz gut abzählen an den Reverse-Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Packs tatsächlich. Das heißt, wir haben 8 und 9 aufgemacht tatsächlich. Okay. Und das sind unsere Hits. Snowbillica GX, Detene GX, Porygon Z, Rionior, Mew. Okay, wir haben hier noch ein Togepi. Und das sind keine Hits. Warum liegen die da? Das ist die Frage, die ich mich gerade... Ich weiß es nicht. Ich hole die gleich ein. Ich glaube, ich habe die Glurakön jetzt benutzt. Naja, die wollte ich eigentlich nicht benutzen. Aber gut, meine Damen und Herren, das war's mit dem Opening. Hat mir super viel Spaß gemacht tatsächlich. Danke nochmal an Gate to the Games fürs Bereitstellen dieser Box. Schaut bei den Jungs vorbei, die haben alles mögliche am Pokémon-Stuff. Ich bin raus, verabschiede mich. Und wie gesagt, Leute, Gate to the Games, Gate to the Luck. Ich hoffe, ihr habt noch einen Rainbow Glurak mir irgendwo hineingepackt. Wie gesagt, checkt den Zweitkanal aus, Link in der Videobeschreibung. Könnt auch gerne den Merch-Shop auschecken, ne, auch in der Videobeschreibung. Bevor ich noch mehr Werbung mache. Tschüss.